Okay, das muss also Route 10 sein. Ob wir hier wohl richtig sind? Wir fragen sie mal. Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Let's Go Pikachu hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Es geht weiter, wir sind auf dem Weg zum Felstunnel, beziehungsweise erst einmal zurück nach Orania City. WP ist eine Abkürzung und steht für Wettkampfpunkte. Wettkampfpunkte! Genau. Okay, danke für die Erklärung. Oh, ein kleiner Knirps. Leute, die geheime Techniken benutzen können, finde ich einfach total cool. Kannst du das auch? Ja, Pikachu kann bereits zwei besondere Techniken. Einmal den Spaltschnitt und Lichtflut. Haben wir erst ganz frisch in der letzten Folge gelernt. Du findest einen Blattstein. Das ist ziemlich praktisch, denn den können wir rein theoretisch jetzt schon einsetzen, aber den hebe ich mir noch ein bisschen auf, bis die Zeit reif ist. Na, eigentlich ist sie schon reif, aber egal. So, gibt's hier noch was Schönes? Nee. Theoretisch könnte ich jetzt hier mit dem Spaltschnitt links raus und dann wieder zurück nach Marmoria oder nach Fertania gehen. Würde es sich auch für einen Punkt lohnen, nach Marmoria zu gehen, nämlich um einen Albernstein zu holen. Oder Albertstein. Albernstein? Nee, Albernstein würde ziemlich albern klingen. Ich glaube, da ist Albertstein. Wie auch immer. Blutzuck, komm, wir laufen weiter. Wir müssen die nächste Route erforschen. Blutzuck, Blutzuck, Blutzuck. Ich liebe es einfach, Blutzuck zu synchronisieren. So, Pikachu. Pikachus Spaltschnitt ist einfach gigantisch. Ich sag's immer wieder. Okay, jetzt also zurück nach Orania City und wir nehmen die Dicta-Höhle. Denn die Dicta-Höhle ist perfekt, um sehr schnell nach Orania City abzukürzen. Meine Lieben, hier gibt's auch noch den Hinweis. Wenn euch Pokémon gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder, damit ihr keine spannenden Videos und nicht unser Pokémon-Abenteuer mehr verpasst. Es lohnt sich auch, auf die Glocke zu tippen. Aber das wisst ihr ja bereits, dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn es eine neue Pokémon-Folge gibt. Immer zwei bis dreimal die Woche, immer um 13 Uhr. Aber ja, das wisst ihr ja sowieso. So, Leiter nach oben für uns. Und hier können wir auch raus. So, haha. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Dü, natürlich hier auf Route 11. Route 11. Und ich glaube, ich werde jetzt mal ganz kurz was aus meiner Pokémon-Box rausholen. Denn es würde sich lohnen, Snowbillycat wieder ins Team zu nehmen, wenn ich so darüber nachdenke. Damit wir schneller nach oben kommen. Denn in der letzten Folge hat uns ja Thomas angeboten, dass er uns mitnimmt, damit wir schnell nach Azuria City kommen. Aber, ich habe Nein gesagt. Um unter anderem diesen Blattstein noch einzusammeln. Der Weg ist jetzt nicht so weit entfernt, aber oder so lang, aber mit Snowbillycat geht es dann doch ein bisschen schneller. So, ich würde aber trotzdem sagen, dass wir wie gewohnt kurz ins Pokémon Center gehen. Wir sind zwar geheilt, aber ich würde gerne mal schauen, wo es als nächstes hingeht. So wie wir das immer tun. So, Achtung, wir sind in Orania City und sollen zum Felstunnel gehen. Wir wissen, dass auf Route 12 Relaxo liegt, das heißt, der Weg ist gesperrt. Saffronia City können wir auch noch nicht besuchen. Prismania kommen wir nicht hin. Das heißt, der einzige Weg ist, nach Lavania zu gehen. Und das machen wir, indem wir wieder zurück nach Azuria City gehen und von da aus auf Route 9 und 10 bis zum Felstunnel. Wenn wir durch den Felstunnel gehen, Kraftwerk gibt es auch noch, da kommen wir aber noch nicht hin. Aber wenn wir durch den Felstunnel gehen, kommen wir nach Lavandia. Und das ist die nächste große Stadt, die auf uns wartet. Das heißt, es wird noch ein paar Folgen vergehen, bis wir dort sind. Denn, wie gesagt... Oh, ein Charnera! Denn bis wir dort sind, müssen wir nochmal durch den Felstunnel. Oder nochmal, müssen wir durch den Felstunnel. Und natürlich erstmal durch Route 9 und 10. So, jetzt aber Charnera fangen. Ich fange jedes Charnera, das ich sehe, einfach nur deswegen, weil es einfach super viele Erfahrungspunkte dafür gibt. Und die lohnen sich, glaubt mir. Die lohnen sich hier, zack. Blutzuck macht gleich zwei Level-Ups auf einmal. Kleinstein Level 23, er lernt Steinhagel. Sehr schön. Steinhagel viel, viel stärker und effektiver als Steinwurf. Steinwurf kannst du knicken. Als erste Steinattacke, aber ziemlich cool. So.
Steinhagel ist sowieso das Nonplusultra. Steinkante wäre vielleicht noch super, aber Steinhagel, großer Steinhagel-Fan. Vor allem diese Zurückschreckfunktion. Mir fällt jetzt nur das englische Wort ein, aber das wollte ich jetzt bewusst nicht verwenden. Flinch nennt sich das. Wie auch immer. Snowbillycat, wir müssen da durch den Tunnel. Kann Snowbillycat da laufen? Nein, geht nicht. Das heißt, wir laufen jetzt zum ersten Mal ohne Pokémon. Ja gut, das kann ich ja auch einstellen. Ich kann auch ohne Pokémon laufen. Aber ich finde es immer ganz cool, wenn mir eins hinterherläuft. Und Pikachu ist ja sowieso immer auf meiner linken Schulter. So. Dupidu, dupidupidu. Warum eigentlich auf der linken Schulter? Warum nicht auf der rechten Schulter? Weiß jemand die Antwort? Ich glaube, es gibt keine Antwort darauf. Aber wenn ihr die Antwort habt, schreibt sie in die Kommentare. Vielleicht habe ich meine linke Schulter besser trainiert und die hält mehr aus. Das Gewicht von Pikachu. So, Snowbillycat. Schaut mal, jetzt sind wir da oben. Das ist Azuria City, das kennen wir. Aber Achtung, jetzt geht es hier auf der rechten Seite weiter. Route 9. Und wir haben jetzt den Spaltschnitt. Davor konnten wir hier nicht durch, aber jetzt mit dem Spaltschnitt kann es hier natürlich weitergehen. Oh, wer ist das denn? Oh, du hast Pokémon dabei. Jemand wie du ist leichte Beute für mich. Warum jemand wie ich? Woran siehst du das, dass ich gar nicht so gut bin? Naja, ich sehe das, weil du noch keine Orden hast. Wer sagt, dass ich keine Orden habe? Normalerweise stecken sich die Pokémon-Trainer ganz selbstbewusst und stolz die Ordner an ihre Brust oder an ihre Jacke. Zumindest so, dass das jeder sehen kann, damit sie damit angeben können. Ja, der Unterschied ist nur, dass ich kein Angeber bin und die ganzen Pins in Pikachus Rucksack tragen lasse. Dein Pikachu hat gar keinen Rucksack. Doch, schau mal ganz genau hin. Pikachu hat einen Rucksack, wie komme ich jetzt darauf? Manchmal ist es so toll zu improvisieren, da kommen echt lustige Sachen raus. Ah, du hast also Duflor? Ich habe auch einen Duflor. Lass uns Duflor gegen Duflor kämpfen. Warum habe ich Tauboga nicht dabei? Ach ja, wegen Snowbillycat. Nein, ich setze Snowbillycat ein. Sonst wird es ein komischer Kampf. Duflor gegen Duflor. Okay, na gut. Dann mal los, Duflor. 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 Okay, Duflor, Achtung. Muggelhieb. Ein guter Startangriff, weil der Gegner dann sowieso nicht angreifen kann. Und dann, ich habe nur Zahltag. Offenlegung, weiß ich gar nicht genau, was es ist. Irgendwie habe ich das immer verlernt. Gab es ab der 4. Generation, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und Verhöhner bringt was in strategischen Kämpfen. Aber gegen CPUs, also gegen diese computergesteuerten Gegner, bringt das eigentlich gar nichts. Okay. Ich überlege, machen wir doch den Kampf hier. Yay, du erfüllst mir meinen Wunsch. Duflor gegen Duflor. Ja, aber nur weil Zahltag so wenig abzieht. Ich müsste es Snowbillycat eigentlich Kopfnuss beibringen. Los, Absorber! Also zumindest bis Snowbillycat die Attacke Schlitzer erlernt. Das war in der ersten Generation sowieso der ultimative Volltreffer. Schlitzer, Stab plus immer ein Volltreffer. Immer. So wie Rasierblatt war in der ersten Generation immer ein Volltreffer. Verrückt, sage ich euch. Okay, Absorber, red nicht so viel über alte Generationen. Wir sind jetzt hier. Let's go, Pikachu! Stimmt, liebe Pfadfinderin. Ich habe vergessen, wie du heißt. Tja, ich weiß es selbst nicht. Deswegen los! Marie-Louise, nochmal Säure. Ja, sehr gut. Ich glaube, Säure war so das Beste, was ich hier tun konnte. Glaube ich. Snowbillycat erreicht Level 19. Und Kratzfurie. Na, immerhin besser als das, was wir aktuell können. Zahlte Offenlegung. Kannst du vergessen. Weg damit. So. Kratzfurie erlernt. Sehr schön. Amelie heißt sie. Huch, du bist aber stark. Tja, es tut mir leid, liebe Amelie, aber anders ging das nicht. Es musste sein. Ohne Lichtquelle kommst du hier nicht weiter, denn im Tunnel davon ist es zappenduster. Das mag sein, aber wir besitzen die ultimative Fähigkeit, nämlich Lichtflut. Das hat Pikachu in der letzten Folge extra erlernt. Und ich möchte gerne wieder ein Tauboga im Team haben. Die liebe Christine, wo haben wir sie denn? Ich sehe sie gerade nicht. Da? Ja, da ist sie. Ins Team hinzufügen, raus mit dir, Snowbillycat, auch wenn das sehr, sehr toll und lustig war. Aber so gefällt mir das doch viel, viel besser. Und ich hoffe, euch auch.
Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr es Snowbilly Cat findet. Die Frage hätte ich euch schon viel früher stellen können. Aber ich habe wohl nicht dran gedacht, weil ich so vertieft war. So, Kleinstein kommt mal raus. Weil Kleinstein war noch nie draußen. Und Tauboga kommt mal nach vorne. So, schaut mal jetzt. Folgt mir ein Kleinstein. Und da ist ein Wanderer. Und ausgerechnet jetzt habe ich Tauboga nach vorne gestellt. Das heißt... Ach, egal, ich laufe einfach rein. Ich kann auch im Kampf wechseln. Du kommst gerade recht. Mir war nämlich ziemlich langweilig. Also, hast du Lust auf einen Pokémon-Kampf? Ja, lieber Wanderer. Das wäre auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Ich bin Dimitri. Mit einem englischen Akzent. Okay, Dimitri. Ein Onix. Ein Onix. Ja, Tauboga, meine Liebe. Du kommst gegen Onix leider nicht an, aber mit Christine, mit Marie-Louise haben wir sehr, sehr leichtes Spiel. Los, Marie-Louise! Du, Flora. Steinwurfattacke. Okay, jetzt machen wir kurz einen Prozess mit Megasauger und laden dann... Wow, Onix ist aber super schnell. Gut, ich bin jetzt nicht verwundert, weil Duflo ist jetzt auch nicht unbedingt der schnellste Pokémon. Sogar ziemlich langsam. Ich frage mich gerade, ob Ultrigaria schneller ist. Wahrscheinlich schon. So, wir haben es geschafft. Das war ja ein Kinderspiel. Ha, ha. Onix, nein. Warum? Weshalb? Wie kann es sein? Tja, Dimitri. Oh, noch bin ich nicht geschlagen. Ich habe noch einen Kleinstein. Aber das habe ich zu Hause gelassen. Oh, ich habe doch keine Pokémon mehr. Ha, Pech. Pech gehabt. Ich bin ein Pechvogel. Naja, ganz schön beeindruckend, wie tapfer du gegen einen Wanderer kämpfst. Tschüss. Ja, ciao. So, Kleinstein, wo wollen wir als nächstes hin? Wie geht's dir eigentlich? Klein. Kleinstein versucht eifrig mit dir Schritt zu halten. Musst du doch gar nicht, du kannst doch fliegen. So, oder schweben, besser gesagt. So. Okay, interessant. Nidoran! Ein Nidoran weiblich, das habe ich noch nicht in meinem Team. Nidoran! Nidoran weiblich. Ich will das fangen. Ich glaube, wir haben ein Nidoran männlich und sogar ein Nidorino, oder? Ich glaube schon. Oder nicht? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Aber ich bilde mir ein, dass wir bisher nur den männlichen Nidorans begegnet sind. Und daher umso schöner, ein weibliches gefangen zu haben. Christine 28, Kleinstein 24, Hamster Stefan 18. Sehr cool. Ich muss mit Hamster Stefan mal anfangen zu kämpfen. Der Arme. Nidoran weiblich, es hat ein sanftes Gemüt und meidet den Kampf. Doch da aus seinem kleinen Horn Gift austritt, ist trotzdem Vorsicht geboten. Ah ja, interessant. Nidoran weiblich in die Pokémon-Box. Wow, Nidorino! Ich bin jetzt unsicher, wie gesagt. Gerade eben haben wir darüber gesprochen, ein wildes Bill erscheint. Nein, Quatsch. Gerade eben haben wir darüber gesprochen und ich dachte, ich hätte schon eins. Haben wir da nicht vor Orania City eins gefangen? Oh, dieses Nidorino lässt sich wohl nicht so einfach fangen. Na, wir geben nicht so schnell auf. Oh Mann, oh Mann. So, jetzt aber. Ein großartiger Wurf. Komm schon, bleib im Ball. Bleib im Ball. Das war ein Supertreffer. Sehr toll. Yay. Nidorino wurde gefangen. Und es gibt wieder Erfahrungspunkte für Annalena, Pikachu und Marie-Louise. Sehr toll. Nicht nur Erfahrungspunkte, das gibt's für alle, aber vor allem Level-Ups. Annalena Giftpuder. Finde ich ziemlich cool. Aussetzer ist doof. Aussetzer raus und dafür giftiges Puder. Ja, das war jetzt eine verrückte Lache. Wir haben Nidorino doch noch nicht. Nidorino, das Horn dieses Pokémon sondert im Kampf ein sehr starkes Gift ab, wenn es den Gegner trifft. Okay, klingt ziemlich cool. Rein damit. So, jetzt gibt es hier einen Pokéball und da vorne wartet ein Käfersammler und ein riesiges weibliches Nidoran. So. Da hatte damals ein Bibor. Mal sehen, ob er das noch hat. Ein süßes Käfer-Pokémon. Los, zum Angriff. Los, Pokémon. Mein süßes vor allem. Ist Bibor süß? Vielleicht hat er auch kein Bibor mehr. Hatte der nicht sogar zwei Bibors? Paras.
Damals hatte er einen Bibor. Glaubt mir, das werde ich nie vergessen, weil ich war so überrascht, dass ein Käfersammler ein voll entwickeltes Käfer-Pokémon hat. Wobei ich glaube, es gibt noch einen Käfersammler mit einem Smetbo. War der nicht sogar vor Orania City? Fragen über Fragen. Paras, ja, tut mir leid. Tauboga hat natürlich leichtes Spiel mit einer Flügelschlagattacke. Oh, mein Käfer-Pokémon. Der Lauritz. Was für ein komischer Name und trotzdem irgendwie cool. Lauritz. So. Das war's dann wohl. Wer keine Käfer-Pokémon mag, den mag ich auch nicht. Doofi. Selber. ein Ibitak. Lustig, dass es das Wild gibt. Denn Ibitak haben wir gefangen. Radikal, auch Wild. Auch ein Radikal haben wir. Das ist unser Champion. Den müssen wir auch mal wieder rausholen. Ibitak, jetzt bin ich da versehentlich reingelaufen. Fangen wir es trotzdem. Ibitak könnte durchaus viele Erfahrungspunkte geben. Jetzt darf es nur nicht so wackeln. Der kleine Wackelkönig hier. Lasst uns unseren lieben Wackelkönig fangen. Na, hoffentlich klappt das. Sehr gut. Das war doch mal ein klasse Wurf von uns. Und damit wurde auch das süße kleine Ibitak gefangen. Yay! Für Ibitak gibt es natürlich keinen Pokédex-Eintrag, denn wir haben ja unser Habitak weiterentwickelt. So, hier gibt es noch ein riesiges Nidoran, das gar nicht so riesig aussieht. Pustekuchen. Und ja, Radikal läuft hier auch noch rum. So, wir laufen mal weiter. Was stand da nochmal? Verbindet Azuria City mit dem Felstunnel, genau. So. Hier unten gibt es anscheinend nichts. Ah, doch, ein Wanderer. Sollen wir kurz tauschen? Tauschen wir kurz. Das geht ja relativ schnell. Dann verbrauchen wir auch keinen Zug im Kampf. So, der hat bestimmt 3 Kleinschanz oder sowas. Oh! Na los, mach deinen Zug. Okay. Ich fahre gerne mit dem Zug. Oh, du weißt schon, was ich mit Zug meine. Rudolf, mein Name. Das ist mein Kleinstein. Ja, er hat 3 Pokémon. Könnten 3 Kleinsteins sein. Weil der andere hat einen Onix und ich glaube, der hat 3 Kleinsteins. Vielleicht hat er sogar einen Alola-Kleinstein. Okay, wie auch immer. Mega-Sauger-Attacke, los! Oh, 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 oh. Oh nein, Kleinstein. Wie konntest du nur? Es tut mir leid, es ging nicht anders. Okay, komm zurück, Kleinstein. Oh Mann, du bist gar nicht mal so schlecht. Okay, Kleinstein, ich hab ja noch eins in der Tasche. Okay, da bin ich mal gespannt. Okay, Kleinstein. Dieses Kleinstein ist viel stärker. Rasierblattattacke. Mal sehen, wie viel das abzieht. Natürlich komplett. Sehr gut gemacht, Duflor. Duflor. Ho, 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 ho. Na gut. Aber jetzt kommt mein stärkstes Kleinstein. Das ist der große Bruder der 2 anderen Kleinsteins. Okay. Noch ein Kleinstein. Also, Marie-Louise, du weißt, was zu tun ist. Rasierblattattacke. Jetzt. Pow. Ho, 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 ho. Der arme Wanderer, der hatte wirklich gar keine Chance gegen uns. Oh Manu. Da war Major Bob bisher wirklich der stärkste Gegner, den wir hatten. Ho, ho, ho. Hier scheint, habe ich verloren. Ho, ho. Ho, 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 ho. Tja, es tut mir leid, lieber Wanderer. Ho, ho, ho. Wir Wanderer sind selten beleidigt und lachen auch bei einer Niederlage. Ho, ho. Ho, ho, ho. Was für ein komischer Typ. Naja gut, Kleinstein, wir fliegen mal weiter. Also er fliegt, er schwebt. Was haben wir hier noch? Ah ja, hier geht's nach oben. Ein Pfadfinder wartet bereits auf uns. Marie-Louise, du bist gut trainiert. Eigentlich sind... Oh, Hamster-Stefan, komm, eigentlich müsstest du jetzt mal trainiert werden, oder? Aber Level 18 ist immer noch ziemlich niedrig im Vergleich. Lass mal überlegen. Kopfnuss. Kopfnuss muss ich auf jeden Fall Hamster-Stefan beibringen. Weil der kann leider immer noch keine gute Attacke. Kratzfurie, raus damit. Raus damit. Kopfnuss. Jedes Pokémon sollte Kopfnuss erlernen. Zumindest zu Beginn im Spiel. Vor allem, wenn man die TM doch 100-mal einsetzen kann. So, Schaufler. Auch die Attacke sollst du erlernen. Den Tipp hatten wir ja von wem bekommen? Ich glaube, in Azuria City von jemandem. Verhöhner, raus damit. Brauchen wir nicht. Hamster-Stefan hat Verhöhner vergessen und erlernt Schaufler. Und jetzt können wir in den Pfadfinder reinlaufen. Ich werde den Felstunnel nehmen, um nach Lavandia zu gelangen.
und nichts und niemand wird mich dabei aufhalten. Denn ich bin ein Wanderer. Ich meine, ein Pfadfinder. Ich bin Moritz. Nein, ich bin Camper. Ich campe. Ich möchte auch mal im Felstunnel campen. Okay, tu, was du nicht lassen kannst. Los, Christine. Ich muss ehrlich sagen, mit einem Sandan habe ich jetzt nicht gerechnet. Tja, siehst du, ich bin gut gewappnet, wenn ich in den Felstunnel gehe. Ein Boden-Pokémon ist das A und O. Sagte auch schon meine Oma. Yay! Okay, interessant. Kratzfurie, ziemlich fies. Du hast das ganze Gesicht von Tauboga zerkratzt. Na warte, damit kommst du mir nicht raus. Damit kommst du mir nicht fern. Mir fehlt gerade das richtige Verb dazu. Egal. Okay. Ruheort brauchen wir nicht ruckzuck. Nochmal kurz einen Prozess mit Sandan machen. Nein, Sandan! Oh nein, ich wollte doch jetzt schon in den Felstunnel gehen. Jetzt muss ich erst mein Pokémon Center aufsuchen. Ich gebe dir einen Tipp, lieber Camper. Theoretisch müsste vor dem Felstunnel noch ein Pokémon Center sein. Zumindest war es damals so. Okay, Christine, komm erstmal zurück. Dann mal los, Kleinstein. Kleinstein, Kleinstein. Okay, Kleinstein, Achtung, da kommt ein Radikal. Nimm dich in Acht. Was machen wir denn jetzt? Steinhagel! Way! Wow. Eine nette Ruckzuck-Attacke, aber mein Steinhagel. Wow, der ist gar nicht mal so schlecht. Komm gleich nochmal, Kleinstein. Das war ziemlich cool. Und sogar ziemlich stark. Oh, das hat weh. Jetzt aber. Pew! Radikal. Auf den Boden gebrettert. Sie schenken sich wirklich nichts. Rums, auf die Bretter. Kleinstein Level 25. Pokémon Stadium lässt grüßen. Da war nichts zu holen. Och nö. Zwei Superbälle. Cool. Danke, lieber Moritz. Nanu, Kleinstein entwickelt sich. Achtung, Achtung, Kleinstein in Alola-Form. Ich finde Georock in der Alola-Form besser tatsächlich als das normale Georock. Bam! Vor allem mit den Goldnuggets im Körper. Georock. Die Entwicklung von Kleinstein. Wie cool! Ja, das normale Georock sieht eigentlich genauso aus, nur hat keine Augenbrauen. Wer einem Alola Georock im Weg steht, das einem Gebirgspfad hinabrollt, bekommt einen Stromschlag verpasst und wird weggeschleudert. Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist echt gefährlich. Ja, von den Alola-Formen, wie es hinterherrollt. Von den Alola-Formen finde ich eigentlich nur Georock cooler. Kleinstein und Geowatz in der normalen Form finde ich schöner. Supertrank. Sehr toll. Okay, Georock. Mit unserem neuen Pokémon im Gepäck werden wir noch einiges auf Route 10 erleben. Teilweise auf Route 11, wobei wir sie nicht ganz betreten können. Aber das ist eine andere Geschichte. In der nächsten Folge werden wir vielleicht sogar schon den Felstunnel betreten. Die dürft ihr nicht verpassen. Rechts oben könnt ihr drauf tippen und ihr kommt zum nächsten Video. Ansonsten nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Ansonsten, Katztastisch!